Es ist nicht das erste Musical über Falco. Rock Me Amadeus, das Falco-Musical. Im Oktober soll die Premiere sein. Jetzt hat es einen kurzen Einblick auf der Probebühne des Wiener Ronacher gegeben. Es gibt wieder ein neues Falco-Musical. Die Veranstalter sprechen von einem regelrechten Spektakel mit Tiefgang. Rock Me Amadeus, das Falco-Musical, so der Titel, widmet sich dem schillernden Star und den Menschen dahinter. Vor kurzem gab es erste Probeeinblicke auf der Probebühne des Wiener Ronacher. Und jetzt, Falco-Fans, aufgepasst, es gibt ein neues Falco-Musical. Die Veranstalter sprechen von einem Spektakel mit Tiefgang. Rock Me Amadeus, das Falco-Musical, so der Titel, widmet sich dem schillernden Star und dem Menschen dahinter. Was nicht fehlen darf, sind natürlich seine Hits. Er ist im Übrigen der einzige Sänger aus dem deutschsprachigen Raum, der es auf Platz 1 der US-amerikanischen Billboard-Charts schaffte. Vor kurzem gab es erste Einblicke auf der Probebühne des Wiener Ronacher. Das war nach seiner ersten großen Tournee, Falco berauscht von seinem Erfolg. Groß ist der Andrang bei der ersten Präsentation von Probenbildern. Moritz Mauser spielt und singt den Popstar. Er ist erst 23 Jahre alt und es ist seine erste große Rolle. Seine Herangehensweise ist vor allem von einem geprägt, nämlich von viel Respekt. Viel Respekt. Also ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, mit seiner ganzen Persönlichkeit. Und da kam irgendwie so ein Gesamtbild dabei raus. Weil jeder hat verschiedene Meinungen gehabt und so. Und das Gute ist, weil jeder unterschiedliche Meinungen hatte, konnte ich mir so meine Version so ein bisschen suchen. Ich will doch raus auf die Bühne! Und ich will das groß! Möglichst nahe am Menschen Hans Hölzel wollte Regisseur Andreas Gerden in dieser Produktion bleiben. Ich kann nicht auf Knopfdruck kreativ sein! Natürlich ist der Charakter von Falco ein umstrittener, aber ich glaube, er hatte seine Gründe, warum er so war, wie er war. Er ist einfach zerrieben worden in dieser Mühle des Geschäfts und genau das versuchen wir auf der Bühne zu zeigen. Er war ja erst 26, als er den Welthit Nummer 1 hatte. Mich hat interessiert die Zerrissenheit der Künstler Hans Hölzel, der im Widerspruch zu dieser öffentlichen Figur steht. 4 neue Songs wird es zu hören geben und vor allem die großen Falco-Hits. Oh, 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 Amadeus.